So, mal wieder Zeit für ein nettes Video. Wir haben in den letzten Ausgaben darüber gesprochen, dass es einige Möglichkeiten gibt, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und in diesem Video bietet es sich an, über diese auch zu sprechen. Also, bis gleich. So Leute, hier ist wieder Stars. Herzlich willkommen auf Social Influencers TV. Womöglich dein Guide für erfolgreiches Influencer-Marketing und Content-Management. Und heute geht es um die einzelnen Möglichkeiten, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Ja, es gibt eine Menge davon. 8 habe ich euch mitgebracht. Okay, die wesentlichen sind eben 8. Vielleicht gibt es dann noch ein paar. Die sammeln wir nachher später in den Comments. Beginnen will ich aber mit einem Begriff, den man unter Influencern vor allem hört. Und zwar Kollaboration. Was bedeutet das? Kollaboration bedeutet, dass Influencer miteinander arbeiten. Das bedeutet, der eine versucht, Werbung bei dem anderen zu schalten und umgekehrt. Das ist genau der Fall, wenn ihr euren Lieblingsinfluencer auf dem Kanal eines anderen seht und umgekehrt. Der Sinn des Ganzen ist natürlich, dass man versucht, seine eigene Reichweite zu vergrößern. Das können natürlich auch Unternehmen machen. Das kann sowohl kostenlos passieren oder eben für Geld, aber nun wisst ihr Bescheid, was damit gemeint ist. Ja, heute geht es also um die grundlegenden Möglichkeiten, mit Influencern zusammenzuarbeiten, und beginnen wollen wir mit den Werbegeschenken. Ich glaube, das ist selbsterklärend, das ist auch so die klassische Vorstellung von Influencer-Marketing. Ihr habt ein Produkt, ihr schickt das eurem Lieblingsinfluencer mit der Hoffnung, dass er es positiv bewertet bzw. zumindest mal erwähnt. Aber geht auf eine Nummer sicher, dass dieser Influencer auch die gleichen Vorlieben, die gleichen Wertvorstellungen hat wie auch ihr bzw. ihr mit eurer Marke. Denn es kann auch mal schief gehen und das Feedback fällt nicht so ganz positiv aus, beziehungsweise was auch noch passieren kann, ist, dass ihr gar nicht erwähnt werdet, und das ist ziemlich doof. Deswegen setzt euch auch im Vorfeld mit den Influencern in Kontakt. Als zweitens haben wir die Produktplatzierung, die sogenannten Product Placements. Hier habt ihr also die Möglichkeit, durch ein kleines Entgelt eure Produkte bei einem Influencer zu platzieren, quasi so als gekaufte Werbung. Er macht das aber authentisch, so dass der User gar nicht merkt, dass hier Werbung betrieben wird. So könnte es zum Beispiel aussehen, wenn ihr ein Umzugsunternehmen seid und dem Influencer einen kostenlosen Umzug anbietet oder er ausgerechnet sein Lieblingskaffee bei euch in einem Laden genießt. Aber eins müsst ihr beachten, diese Art an Werbung müsst ihr heute kennzeichnen, sonst wird's teuer. An dritter Stelle haben wir das Sponsoring, und oh, jetzt wird's ernst, denn Sponsoring kennen wir eigentlich nur aus der Sportwelt, wenn Boxkämpfer irgendwie mit unterschiedlichen Marken beklebt werden oder Fußballer eine bestimmte Automarke fahren. Hier habt ihr also die Möglichkeit, den Influencer langfristig bei einer Sache zu unterstützen, je nachdem was das ist. Also ihr könnt einen Blog-Eintrag finanzieren oder ein bestimmtes Video oder eben eine Videoreihe über eine Zeitdauer, je nachdem was das ist. Wie gesagt, zum Beispiel Mobilität in den Städten, wenn ihr ein Service für Parkplatzsuche in den Städten seid. Das ist also die Möglichkeit, wirklich eine langfristige Beziehung mit dem Influencer einzugehen. An vierter Stelle haben wir die sogenannten Affiliate Links. Hier will ich mich gar nicht so lange aufhalten. Das ist nichts anderes als Vermittlungsprovision für den Influencer für jedes verkaufte Teil. Das ist genau der Fall, wenn Influencer ihr Equipment bzw. das, um was es in einem Video geht, unten in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, die werden an einem Abverkauf beteiligt. Dafür müsst ihr nicht nur die Amazon Links nutzen, sondern könnt individuelle Codes für die Influencer kreieren oder eben bestimmte limitierte Ausgaben zusammenschnüren für den Influencer, so dass ihr ganz genau wisst, dass dieses Teil durch diesen Influencer verkauft wurde. Fünftens, die sogenannten Giveaways.
Stopp, es ist was anderes als Werbegeschenke, denn diese richten sich direkt an die User, nicht an die Influencer. Das bedeutet, die User können, je nachdem was das Ziel ist, etwas machen, um diese kleinen Geschenke zu bekommen. So zum Beispiel, wenn ihr die Performance eurer Webseite steigern wollt, beziehungsweise eure E-Mail-Liste ausweiten, dann könnt ihr die Zuschauer dazu animieren, bestimmte Bilder zu einem bestimmten Thema zu machen, die dann auf dieser Webseite veröffentlicht werden, und die Teilnahmebedingung kann eben die E-Mail-Adresse sein. An sechster Stelle haben wir die Reviews über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, und jetzt müssen wir gedanklich einen Strich ziehen, denn bei allem zuvor genannten hatten wir quasi die volle Kontrolle, wir wussten ganz genau, was wir am Ende bekommen und wofür wir zahlen. Hier ist man auf den Influencer angewiesen, denn er sagt nur seine Meinung, wir können ihm nichts vorschreiben, und die kann entweder positiv oder negativ ausfallen. Für wen eignet sich das am besten? Für komplexe Produkte, für komplexe Dienstleistungen, Plattformen oder eben für ganz neue Sachen, die man erst einmal erklären muss. Siebtens besteht die Möglichkeit der Takeovers, und hier liegt fast alles in den Händen von Influencern. Denn hier passiert Folgendes. Influencer übernehmen für eine Zeit lang eure Social Media Kanäle, die produzieren für euch Texte, die produzieren für euch Bilder und Video, also im Prinzip das gesamte Content. Was die aber mitbringen, sind die Follower, die nach dieser Zeit auch auf euren Social Media Kanälen bleiben. Das bedeutet, ihr bekommt somit mehr Reichweite. Eins muss man sagen, Takeover funktioniert auch umgekehrt. Ihr als Unternehmen könnt eure Hilfe einem Influencer anbieten, indem ihr vielleicht einen Beitrag zu einem bestimmten Thema verfasst und ihm das zur Verfügung stellt. Damit würdet ihr ihm sehr viel Arbeit ersparen und geht somit eine nachhaltige Beziehung ein. Und zum Schluss haben wir Nummer 8, nennen wir es mal Offline-Beziehungen, die ihr zum Influencer pflegen könnt. Je nachdem, was das ist, ihr könnt einen Influencer zu eurem Event einladen oder eben die Autogrammstunde am Messestand, wie auch immer. Das bedeutet eigentlich nur, Influencer-Marketing findet nicht nur online statt, sondern auch offline. In diesem Video haben wir also die 8 grundlegenden Formen einer Zusammenarbeit kennengelernt. Falls du noch irgendwelche kennst, bitte unten in die Comments schreiben. Ich bin gespannt. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, schreib es auch unten in die Comments. Und wenn du hier neu bist, dann überleg dir doch mal ein Abo dazulassen. Hau die Glocke für neue Updates. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, ciao.